Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass Verkaufen etwas mit Druck zu tun hat. Also du musst doch nur genügend Druck auf deinen Kunden ausüben im Verkaufsgespräch, in der Einwandbehandlung, im Follow-up. Du musst doch nur energisch genug dranbleiben, dann klappt es auch mit dem Verkaufsgespräch. Und wenn du auch schon mal in der Praxis erlebt hast, dass das irgendwie nicht so richtig gut funktioniert und wenn du dafür Lösungen haben möchtest, dann bleib jetzt dran, denn darüber sprechen wir in diesem Video. Okay, lass uns mal direkt ins Thema einsteigen, weil ich bin jetzt seit etwas mehr als 12 Jahren im Vertrieb unterwegs und mir wurde damals immer beigebracht von meinen Vertriebsleitern, auch von namhaften Verkaufstrainern, dass ich einfach nicht genügend Druck auf meinen Kunden ausübe, dass ich einfach nicht hartnäckig genug dranbleibe und dass deshalb das mit den hohen Abschlussquoten bei mir noch nicht so richtig gut funktioniert. Und ich habe irgendwann in diesen 12 Jahren herausgefunden, dass das absoluter Quatsch ist. Dass Verkaufen auch oder vielleicht gerade ohne Druck sehr, sehr gut funktioniert. Weil, wenn du Druck ausübst auf deinen Gesprächspartner, passiert immer Folgendes. Und zwar, dass du eher einen gegenteiligen Effekt erzeugst, nämlich, dass dein potenzieller Kunde sich immer weiter von dir entfernt. Und anstatt, dass du weiter Vertrauen aufbaust, baust du vielleicht eher eine Distanz auf, eine Mauer zwischen dir und deinem Kunden. Das möchte ich dir kurz erklären. Stell dir mal eine Talkshow vor. Was passiert in einer Talkshow? Naja, da sitzen zwei Menschen, die haben eine unterschiedliche Meinung zu einem spezifischen Thema. Vielleicht sind es zwei Politiker von unterschiedlichen Parteien und diese beiden Politiker, die werfen sich den ganzen Abend jetzt Argumente zu, warum zu diesem Thema der andere falsch liegt und die eigene Meinung richtig ist. Kannst du dir ungefähr vorstellen? So, das bedeutet, den ganzen Abend werfen die sich Argumente zu, warum der andere falsch liegt. Und was dabei passiert ist, dass ich zumindest es noch nie erlebt habe, dass einer dieser beiden Parteien am Ende des Abends sagt, Mensch, im Grunde genommen hast du mich mit deinen Argumenten überzeugt, du liegst richtig, ich lieg falsch. Das passiert nicht, sondern umso mehr die gegeneinander kämpfen, desto mehr fangen die einzelnen Personen auch an, ihre eigene Meinung zu verteidigen. Ja, keiner geht am Ende her und sagt, naja, eigentlich hast du recht mit deinem Argument. Sondern was viel mehr passiert, ist, dass die beiden sich immer weiter voneinander entfernen und dass eine immer größere Distanz zwischen diesen Menschen entsteht und es immer mehr Druck und immer mehr Spannung erzeugt wird. Und aus dieser Situation heraus überzeugst du dein Gegenüber nicht, weil warum sollte das im Verkaufsgespräch funktionieren, wenn es in der Talkshow nicht funktioniert? Also in der Talkshow wollen sie argumentieren, warum der andere doch jetzt falsch liegt, warum es doch jetzt Sinn macht, was ich sage und warum es keinen Sinn macht, was du sagst. Und die nähern sich nicht an. Und warum sollte es im Verkaufsgespräch anders sein, wenn du jetzt anfängst zu argumentieren, warum dein Kunde falsch liegt und warum es doch jetzt doch Sinn macht, heute eine Entscheidung zu treffen und heute einen Abschluss zu machen? Es ist eine sehr ähnliche Situation und das Einzige, was passiert ist, dass dein Kunde, umso mehr du gegen seine Meinung argumentierst, dass er umso mehr seine eigene Meinung schützen wird und dass ihr euch umso mehr voneinander entfernen wird, dass umso mehr Druck und Spannung zwischen euch beiden aufgebaut wird. Und das ist alles andere als förderlich für deinen Verkaufsabschluss. Das bedeutet, deine Aufgabe ist es ja eigentlich, Vertrauen aufzubauen, Nähe zum Kunden zu schaffen und irgendwo eine gemeinsame Ebene, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und das schaffst du eben nicht, wenn du Druck aufbaust auf andere Menschen. Was passiert außerdem, wenn du Druck aufbaust? Naja, immer dann, wenn wir Menschen in einer Drucksituation ausgesetzt sind, schaltet sich bei uns das Reptiliengehirn ein. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Wir Menschen reagieren dann nur noch in Flucht, Gegenangriff oder Todstellen. Flucht, Gegenangriff, Todstellen. Das ist ein Überlebensinstinkt. Das heißt, in dem Moment, wo du unter Druck gesetzt wirst, denkt dein Gehirn automatisch, dass wir in einer lebensgefährlichen Situation sind. Und aus dieser Situation möchte das Gehirn einfach nur raus und deswegen gibt es nur Todstellen, Flucht oder Gegenangriff. Das bedeutet, in dem Moment können wir Menschen auch gar nicht mehr klar denken. Das heißt, wir können keine logisch-rationale Entscheidung mehr treffen. Wir können überhaupt gar keine Entscheidung mehr treffen, weil es eben nur noch Flucht, Gegenangriff oder Todstellen gibt. Du kennst es vielleicht selber, so eine Situation aus dem Alltag, da gibt es vielleicht irgendjemanden, der hat dir mal einen blöden Spruch an den Kopf geworfen. Und was passiert? In dem Moment bist du wie gelähmt und du hast irgendwie keine passende, keine schlagfertige Antwort, aber 1 oder 2 Stunden später fällt dir plötzlich eine schlagfertige und eine total passende Antwort ein. Und jetzt weißt du ganz genau, was du dem das nächste Mal um die Ohren hauen würdest. So, warum ist dir in der Situation keine passende Antwort eingefallen? Naja, du bist unter Druck gesetzt worden durch den blöden Spruch. Das heißt, das Reptiliengehirn übernimmt.
Flucht, Gegenangriff oder Totstellen. Bei den meisten Menschen totstellen, sie sagen dann nichts. Ja, oder sie sagen, ne, so. Und in dem Moment, ja, Überlebensinstinkt an, logisches Denken aus. Und erst 1 oder 2 Stunden später, wenn dein Gehirn gemerkt hat, okay, wir befinden uns gar nicht mehr in irgendeiner Drucksituation, in irgendeiner Gefahrensituation, erst dann kommt das klare Denken zurück. Das heißt, in dem Moment, wo du Druck auf deinen Kunden ausübst, raubst du ihm die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, weil er nur noch in Flucht, Gegenangriff oder Todstellenmodus ist. So, das ist der zweite Grund, warum Druck im Verkaufsgespräch oder in jeglicher Verkaufssituation keinen Sinn macht. Dann lass uns nochmal über die These sprechen, du musst nur hartnäckig und lang genug an deinem potenziellen Kunden dranbleiben. Das heißt, du musst nur so lange Follow-up machen, bis dass der einknickt, bis dass der irgendwann sagt, naja gut, okay, dann kaufe ich jetzt halt bei ihm. Faktencheck, wie sieht es in der Realität aus? Funktioniert das wirklich? Ich sage nein. Wenn dein potenzieller Kunde bei dir nicht kauft und du rufst eine Woche später nochmal an und fragst, ey, wie sieht's aus, hast dich schon entschieden, bist du jetzt irgendwie doch einen Schritt weiter, willst du jetzt kaufen, und der sagt dir dann wieder, nee, du, passt irgendwie gerade alles nicht und keine Ahnung, und du rufst ihn eine Woche später wieder an, dann gehst du diesem Typen faktisch irgendwann auf die Nerven, und nicht irgendwann, sondern schon relativ schnell. Weil, was ist der Grund, warum du jetzt in dieser Follow-up-Situation bist? Du hast in dem Verkaufsgespräch nicht abgeschlossen. Das heißt, es gab einen klaren Grund für deinen Kunden, den du wahrscheinlich nicht mal rausgefunden hast, einen klaren Grund für ihn zu sagen, nein, ich nehme dein Angebot nicht an, es passt einfach nicht. Und weil wir Menschen höflich sind, gerade hier in Deutschland wurde uns das so anerzogen, dass wir den Leuten ja nicht direkt vor den Kopf stoßen wollen, sagen wir nicht, du, pass auf, das Angebot passt nicht, weil, sondern ein potenzieller Kunde wird immer so etwas sagen wie, ich will eine Nacht drüber schlafen. Ich muss mich nochmal mit dem und dem besprechen. Ja, ich brauche da Bedenkzeit. Können Sie mir erstmal noch das Angebot schriftlich zusenden und so weiter und so fort. Das sind vielmehr die Reaktionen. Und mit diesen Reaktionen versucht dein Gesprächspartner dir zu verstehen zu geben, auf eine höfliche Art und Weise, du, pass auf, passt irgendwie nicht. Weil er vielleicht gesehen hat, wie viel Aufwand du betrieben hast, um dieses Angebot zu erstellen, um ihn zu beraten. Jetzt bist du extra zu ihm hingefahren. Ja, du hast einen großen zeitlichen Aufwand gehabt. Und jetzt will er dich nicht enttäuschen und will nicht sagen, du, pass auf, war alles umsonst. Und stattdessen sagt er dir, du, pass auf, ich will eine Nacht drüber schlafen. Klares Zeichen, ich möchte dein Angebot nicht annehmen. So, du ignorierst es mehr oder weniger, ihr habt jetzt ein Kommunikationsproblem miteinander, weil er hat dir ja nicht gesagt, klar, was Sache ist, ja, du wolltest es auch nicht verstanden, hast ja auch nur gelernt im letzten Verkaufstraining, du musst nur hartnäckig genug dranbleiben, und das machst du ab jetzt auch. Das heißt, dem schickst du jetzt das Angebot raus, der denkt sich, okay, Ablage P, Papierkorb, ja, und jetzt rufst du den aber im Wochentakt an. Und was passiert in der Realität? Knickt der irgendwann ein oder verschanzt er sich einfach umso mehr? Naja, er verschanzt sich umso mehr, weil am Anfang geht er vielleicht noch ans Telefon und sagt dir, du, pass auf, passt immer noch nicht und ruf mich mal in 3 Monaten nochmal an. Und jetzt rufst du den aber jede Woche oder alle 2 Wochen an, und was passiert ist doch, der sieht deine Telefonnummer im Display und denkt sich, boah, der schon wieder. Wann versteht der endlich, dass ich das Angebot nicht annehmen möchte? Wann versteht er das endlich? Und mit jedem Anruf, den du jetzt noch tätigst über die nächsten Wochen und Monate, ist er umso mehr genervt von dir. Preisfrage. Jemand, der von dir genervt ist, und zwar aufs Übelste von dir genervt ist, ist das jemand, der im Bedarfsfall später nochmal auf dich zukommen wird, oder wird er sich einen anderen Dienstleister suchen, der ihn nicht so sehr nervt und nicht so sehr unter Druck setzt? Richtig, er wird sich einen Dienstleister suchen, der ihn nicht so sehr nervt, ihn nicht so sehr unter Druck setzt. Das heißt, du verschlechterst deine Karten, immer mehr das Spiel zu gewinnen. Und deswegen solltest du aufhören, Druck auszuüben. Dann gibt es noch einen letzten Mythos, und auch darüber möchte ich in diesem Video gerne sprechen. Und zwar wird immer wieder gesagt, das ist gerade jetzt sehr modern, viele bringen dir Verkaufen bei und wollen dir erklären, dass du doch einfach deinen Gesprächspartner unter Druck setzen musst, weil du musst ja die Oberhand haben im Gespräch. Ja, und du musst ihm ja zeigen, wo es lang geht, und deswegen fangen wir immer an, oder sollten wir immer anfangen, den Gesprächspartner irgendwie zu unterdrücken, ja, dass er uns folgt, dass er versteht, dass unsere Zeit ist ja wert und so weiter und so fort. Was passiert, und jetzt ist jetzt die letzte Frage, die du dir mal beantworten darfst, generell, wir haben jetzt ganz, ganz viel über verschiedene Drucksituationen gesprochen, aber auch mal ganz generell die Frage geklärt, wenn dich jemand unter Druck setzt, versetz dich jetzt bitte wieder in die Lage des Kunden, wenn dich jemand unter Druck setzt, egal in welcher Situation im Verkauf. Wenn dich jemand unter Druck setzt, ist es eher ein angenehmes oder ist es eher ein unangenehmes Gefühl? Die Antwort ist völlig klar, es ist ein unangenehmes Gefühl. Ja? Und da haben wir wieder das Thema Gefühl. Menschen kaufen emotional und nicht rational. Das heißt, sie kaufen aufgrund eines
Bauchgefühls und umso mehr Druck du ausübst, desto mehr verschlechterst du das Bauchgefühl bei deinem Gegenüber zu dir, zu deinem Angebot. Ja, und das heißt, in jeder Situation, in der du Druck aufbaust im Verkaufsgespräch, sorgst du im Prinzip dafür, dass das Bauchgespräch deines Gegenübers immer schlechter wird. Ja, und dann darfst du dich nicht wundern, dass du am Ende des Verkaufsgesprächs immer wieder Einwände bekommst und dass du so eine große Pipeline hast an Follow-up-Kontakten, vermeintlichen potenziellen Kunden, die aber alle nicht bereit sind, bei dir zu kaufen, weil sie eben ein negatives Bauchgefühl haben, für das du aktiv gesorgt hast, weil du die ganze Zeit Druck ausgeübt hast. So, und wenn du jetzt erfahren möchtest, wie du in deinen Verkaufssituationen komplett ohne Druck auskommen kannst, wenn du erfahren möchtest, wie du stattdessen sogar einen Sog erzeugst, dass Menschen sich wohlfühlen in den Gesprächen mit dir, dass sie ein positives Bauchgefühl zu dir, zu deinem Angebot entwickeln, dass sie am Ende gerne kaufen, dass du nur noch sehr, sehr selten Einwände bekommst und dass du aber auch, wenn du welche bekommst, auf eine elegante Art und Weise und da auch wieder ohne Druck zu erzeugen, wenn du wissen möchtest, wie du das schaffst, halt diese Einwände zu lösen, um trotzdem noch zum Abschluss zu kommen. Mit anderen Worten, wenn du deine Verkaufsgespräche viel erfolgreicher führen möchtest, dann hast du jetzt folgende Möglichkeit, und zwar über den Link unten in der Infobox kannst du dich eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir persönlich. Das heißt, du und ich, wir nehmen uns die Zeit, 3/4 Stunde, wir sprechen über deine Verkaufssituation, wir sprechen über deine Fragen, ich werde sie alle beantworten und wir sprechen darüber, wie du es künftig schaffst, ohne Druck zu verkaufen. Völlig gratis, völlig unverbindlich. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, wenn das für dich interessant ist, und freue mich vor allem aber auch, dich in einem der nächsten Videos wiederzusehen, damit wir beide die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen. Vergiss nicht zu abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dich das irgendwie weitergebracht hat, dann bitte auch Daumen hoch und gib mir gerne mal dein Feedback in den Kommentaren. Also bitte alles drei einmal tun, dann freue ich mich, dich entweder im nächsten Video zu sehen oder vielleicht schon bald persönlich am Telefonhörer zu hören. Bis dahin, alles Gute, dir eine gute Zeit, dein Julian.